Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Madden NFL 25 Arizona Cardinals Franchise bzw. Connected Careers. Wir sind in der 11. Woche der Regular Season, also noch 5 bis 6 Wochen zu spielen, bis die Playoffs beginnen. Und wir sind mittendrin im Rennen der Playoffs, haben zwei starke Konkurrenten um den Playoffs oder um die Playoff-Plätze in unserer eigenen Division mit San Francisco und mit Seattle. Und dieses Mal spielen die Arizona Cardinals auswärts gegen die Jacksonville Jaguars, die noch nicht richtig ihren Rhythmus gefunden haben. Und wir fangen gleich mit dem Spiel an, mit dem Kickoff von den Cardinals. Zuerst kriegen die Jaguars den Ball. Ace Sanders durch die Mitte, kommt weit bis an die 27-Yard-Linie ungefähr. Damit erster Versuch und 10 für Blaine Gabbert, der die Offensive der Jacksonville Jaguars anführt. Bisher mit 3 Touchdowns und 2 Interceptions in 11 Wochen ist jetzt nicht so gut. Aber wir werden uns ansehen, wie er in diesem Spiel spielt. Erster Versuch und 10, erstes Spiel in dem Spiel. Und Gabbert wird sofort gesackt, kommt irgendwie ins Trudeln, wird wahrscheinlich von seinem Running Back ein bisschen behindert und fällt auf den Boden, wird angetippt. Und damit zählt es sozusagen als Sack. Ein Verlust von einem Yard. Wir sind jetzt schon bei dritten Versuch und 11 an der eigenen 26-Yard-Linie für Gabbert und die Jacksonville Jaguars. In der Shotgun-Formation Gabbert mit dem Pass über die Mitte zu Ace Sanders. Doch dem fehlen 7 Yards bis zum First Down. Damit geht der Ball an die Arizona Cardinals und dem Backup-Quarterback Ryan Lindley, da sich Carson Palmer, der Starting-Quarterback, verletzt hat und noch 3 oder 4 Wochen fehlen wird. Erster Versuch für Lindley über die rechte Seite zu Thomas, der ganz frei ist an der Seitenlinie, bekommt 8 Yards. Zweiter Versuch und 2 damit. Lindley dieses Mal mit einem Run-Spielzug über Stefan Taylor, der wirklich gut gespielt hat. Er hat sich den Starting-Spot verdient, weil er sehr viele Big Plays gemacht hat, als Rashad Mendenhall gefehlt hat, während wir uns hier die Defense ansehen, der Jacksonville Jaguars. Also auf ihn müssen wir Acht geben. Stefan Taylor könnte einer der Gründe sein, warum wir, oder die Arizona Cardinals, in die Playoffs einziehen, während wir einen schönen Passspielzug zu Larry Fitzgerald sehen für 31 Yards bis an die 6-Yard-Linie. Diesmal Stefan Taylor mit einem Toss, kommt bis an die 2-Yard-Linie, versucht den letzten Spieler zum Laufen, aber kriegt es nicht ganz hin. Dritter Versuch und Goal von der 2-Yard-Linie. Lindley mit einem Passspielzug diesmal. Noch ein paar Änderungen am Spielzug. Lindley über die Mitte zu King, doch der verliert den Ball, hatte ihn schon in den Händen und verliert ihn wieder. Gut gespielt von der Jacksonville Jaguar Defense, während wir uns hier nochmal ansehen. Er kann den Ball nicht festhalten, damit nur ein Field Goal für die Cardinals. Die Jaguars bekommen den Ball zurück an der eigenen 20-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Wir sind noch im ersten Viertel des Spiels. Über Forsett, der über die rechte Seite, und der hat viel Platz. Bekommt ungefähr 18 Yards bei seinem ersten Rush. Gleich an die 38-Yard-Linie gerusht. Erster Versuch und 10. Wieder Forsett, diesmal durch die Mitte und fast wieder ein neues First Down. 9 Yards für Forsett. Zweiter Versuch und 1 damit. Blaine Gabbert an das Center. Und wieder ein Spielzug über Forsett. Doch diesmal wird er gestoppt von Carlos Dansby von der Arizona Cardinals Defense. Damit dritter Versuch und 3. Shotgun-Formation. Gabbert mit einem Pass zu Blackman. Doch der bekommt den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Läuft 6 Yards zurück und damit 6 Yards Verlust bei diesem Screenplay. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Arizona Cardinals bekommen den Ball zurück. Doch sie sehen sich schon einem dritter Versuch und 2 gegenüber. Lindley mit einem Passspielzug versucht jemanden zu finden, geht weiter nach hinten und wird gesackt von Wooten. Damit vierter Versuch und 14 und die Arizona Cardinals mit einem schnellen 3 und raus oder 3 and out. Damit die Jaguars mit guter Feldposition, dritter Versuch und 9 von der Mittellinie. Gabbert mit einem Passspielzug und Blackman fängt den Ball irgendwie. Keiner weiß, wie er es gemacht hat, in Double Coverage geworfen. Wir sehen es uns nochmal an. Und kurz bevor der Ball abgefangen wurde von Antoine Kaysen, kann er den Ball irgendwie noch fangen. Also sehr guter Spielzug von Justin Blackman. Auf jeden Fall einer oder der Starspieler der Jacksonville Jaguars.
da Maurice Jones-Drew, der Running Back der Jaguars, ausfällt für dieses Spiel. Forsett mit einem Rush und ja, nicht viel zu holen. Dritter Versuch und eins von der 20-Yard-Linie für die Jaguars. Shotgun-Formation für Blaine Gabbert. Lewis in Motion und Forsett kriegt den Ball und bekommt das First Down bis an die 16-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Noch unter 2 Minuten in dem zweiten Viertel zu gehen. Zweiter Versuch und 10 jetzt für Blaine Gabbert. Schon wieder Shotgun-Formation. Gabbert will selber laufen, wird gesackt, verliert den Ball. Doch die Arizona Cardinals können daraus keinen Vorteil schlagen. Die Linemen der Jacksonville Jaguars fallen auf den Ball und bekommen ihn auch. Brinkley mit dem Sack und dem Fumble, doch leider können die Arizona Cardinals den Ball nicht nehmen. Gabbert damit mit einem dritten Versuch und 17 zu A. Sanders und der bekommt vielleicht 7 Yards, 8 Yards sind es geworden. Und damit auch nur ein Field Goal für die Jacksonville Jaguars. Noch 49 Sekunden zu gehen und 2 Auszeiten. Damit könnte man noch Punkte hinkriegen. Thomas mit dem Kick Return über die linke Seite und da ist wirklich viel Platz. Kommt ungefähr bis an die 34-Yard-Linie. 35. Erster Versuch und 10. Lindley mit einem Play-Action-Spielzug über die Mitte zu Michael Floyd, der den Ball fängt an der 49-Yard-Linie. Zweiter Versuch und kurz für Lindley über die Mitte zu Roberts. Und der kann sich ins Aus retten, hält damit die Uhr an. 15 Sekunden noch, aber die Arizona Cardinals spielen es lieber sicher und nehmen das Field Goal. Damit eine 3-Punkte-Führung. Bisher noch nicht viel Offense auf beiden Seiten, weder bei den Cardinals noch bei den Jaguars. Und ja, das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Spiel und wir sehen uns nach der Halbzeit wieder. Und die Arizona Cardinals beginnen in der zweiten Hälfte mit dem Ball. Lindley an der 48-Yard-Linie nach einem super Return von Mike Thomas zu Stefan Taylor, der über die Mitte und 7 Rushes für 30 Yards. Vielleicht nicht so gut, aber er spielt konstant gut oder bringt konstant seine Leistung. Erster Versuch und 10 damit an der 37-Yard-Linie. Lindley mit einem Play-Action-Pass. Und er versucht ihn tief zu werfen zu Rob Hausler, doch der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Verletzt sich ein bisschen bei dem Spielzug, aber es ist nicht so schlimm. Er bleibt fürs Spiel noch draußen, doch er kann beim nächsten Spiel wieder mitwirken, das kann ich euch sagen. Damit dritter Versuch und 10 für Lindley. Und ja, über rechts zu Andre Ellington, dem zweiten Rookie Running Back. Doch der bekommt nicht ganz das First Down, damit wieder nur ein Field Goal für die Arizona Cardinals. Irgendwann muss auch mal ein Touchdown her. Erster Versuch und 15 nach einem Full-Start-Penalty zu A. Sanders. Und der ist kurz vorm First Down. 14 Yards und 3 Receptions für 26 Yards. Dritter Versuch und 4 von der 30-Yard-Linie. Blaine Gabbert mit einem Passspielzug. Und er findet auf der rechten Seite Cecil Shorts mit einem Rennen gegen, ich weiß gar nicht, wer es ist, Jeremiah Bell. Doch Jeremiah Bell kann ihn noch aus dem Spielfeld raus tackeln. Damit ein ja, riesen Spielzug von Cecil Shorts, der schon wieder den Ball bekommen hat. Erster Versuch und 10 für Forsett, diesmal mit dem Laufspielzug, doch kein Raum für ihn. Daryl Washington mit dem Tackle hinter der Line of Scrimmage. Zweiter Versuch und 12 damit an der 15-Yard-Linie der Cardinals. Für die Jacksonville Jaguars Gabbert mit einem weiteren Laufspielzug zu Forsett und der bekommt 6 Yards wieder zurück. Dritter Versuch und 6 für Blaine Gabbert in der Shotgun-Formation. Gabbert passt über die Mitte zu A. Sanders, doch er wird getackelt, bevor er das First Down kommt. Damit auch für die Jacksonville Jaguars nur ein Field Goal und die Arizona Cardinals sind wieder am Drücker. Dritter Versuch und 4 schon an der 47-Yard-Linie. Wir sind schon im letzten Viertel. Lindley mit einem Passspielzug findet Ellington und der bekommt das First Down. Wird getackelt an der 39-Yard-Linie oder 47-Yard-Linie. Dritter Versuch und 6 jedenfalls. Ein weiterer dritter Versuch für Lindley
wieder mit einem Passspielzug zur linken Seite zu Michael Floyd und der kommt bis an die 25-Yard-Linie. 3 Receptions für 34 Yards für ihn, 2. Versuch und 7. Stefan Taylor durch die Mitte, doch kein Raum oder kaum Raum, nur 3 Yards gut gemacht. Damit 3. Versuch und 3. Ein sehr wichtiger Versuch. Können sie endlich in die Endzone kommen? Lindley mit einem Play-Action-Spielzug auf die rechte Seite zu Roberts und der lässt den Ball fallen an der 15-Yard-Linie ungefähr. Und das hätte sehr viel Zeit von der Uhr nehmen können. Doch damit wieder nur ein Field Goal und die Jacksonville Jaguars brauchen nur einen Touchdown, um hier zu gewinnen. Forsett mit einem Rush bei dem 3. Versuch und 1 und nach dem Messen ist klar, dass es ein First Down ist. Damit geht die Reise weiter für die Jacksonville Jaguars. 1. Versuch und 10 an der 30-Yard-Linie über Ebert. Ich glaube, es ist ein Tight End für 12 Yards. 2. Versuch und 7 jetzt von der 45-Yard-Linie für Blaine Gabbert in der Shotgun-Formation. Wieder ein Passspielzug von Gabbert. Und über die Mitte zu Justin Blackmon, der den Ball fängt und sich fast noch aus den Tackeln rausdrehen kann, fällt dann aber doch noch hin. 2. Versuch und 10, 34-Yard-Linie für Gabbert. Über die Mitte schon wieder Blackmon, schon wieder First Down. Jetzt 2. Versuch und 1 an der 15-Yard-Linie. Gabbert über die Mitte, doch der Ball ist incomplete. Das wäre fast ein Touchdown gewesen. 3. Versuch und 1 für Gabbert. Wieder ein Passspielzug und diesmal ist Palmer ganz frei auf der rechten Seite bis an die 11-Yard-Linie. 1. Versuch und 15 nach einem weiteren Fallstart. Gabbert wieder mit einem Passspielzug in die Endzone und er hat einen freien Mann. Doch, er kriegt nicht beide Füße in die Endzone. Damit ist der Ball incomplete. Glück gehabt für die Arizona Cardinals. 3. Versuch und 3 an der 4-Yard-Linie. Gabbert versucht irgendwie in die Endzone zu kommen und wird gesackt von Shaughnessy, glaube ich, war es. Jetzt nur noch 40 Sekunden, die Uhr tickt gnadenlos weiter runter. Blaine Gabbert versucht in die Endzone zu kommen mit dem 4. Versuch, doch wird schon wieder gesackt von Matt Shaughnessy. 2 Sacks, 2 wichtige Sacks kurz vor der Endzone von Matt Shaughnessy. Und wenn die Cardinals jetzt das First Down bekommen, dann ist das Spiel durch. Taylor über die Mitte für ungefähr 8 Yards. 2. Versuch und 2 damit von der 23-Yard-Linie. Und Taylor durch die Mitte bekommt das First Down. Und damit ist das Spiel vorbei. Die Arizona Cardinals gewinnen schon wieder ein knappes Spiel gegen einen vermeintlich leichten Gegner. Und damit können sie sich auf einen 8-2-Rekord verbessern. Matt Shaughnessy auf jeden Fall der Spieler des Spiels. Hat Blaine Gabbert kurz vor der Endzone 2-mal hintereinander aufgehalten. Und das war das Spiel des Spiels eigentlich, würde ich sagen, diese beiden Sacks. Und die Arizona Cardinals bleiben im Rennen um die Playoffs in der hart umkämpften Division, in der sie sind. Nämlich alle drei Teams haben jetzt einen 8-2-Rekord, bin ich der Meinung. Und ich werde euch am Ende auch noch zeigen, wie der Rest des Spielplans aussieht für die Cardinals. Wir sehen nochmal, die Arizona Cardinals waren eigentlich überlegen, außer beim Passspiel, bin ich der Meinung. Ryan Lindley hat Carson Palmer jetzt nicht überragend vertreten, wie wir hier sehen, aber er hat jedenfalls keine Interception geworfen und auch 73% Completion ist sehr gut. Stefan Taylor mit einem unauffälligen Tag, aber er hat eben seine Leistung gebracht. Justin Blackmon hat sehr gut gespielt, genauso wie Ace Sanders, über den ich ein bisschen überrascht war, weil ich ihn noch nie wirklich gesehen habe. Er hat eigentlich ziemlich gut gespielt, wie ich finde. Für die Receiver. Blocking war Luke Jokel, der, ich glaube, das ist auch ein Rookie, der Beste. Defense Daryl Washington, der zum Glück noch nicht sehr alt ist und schon wirklich gut ist. Das werdet ihr auch in den nächsten Spielen noch sehen, dass er wirklich, wirklich ein Playmaker ist in der Defense. Und ja, Matt Shaughnessy mit seinen 2 Sacks. Keine Interceptions. Ein Fumble wurde geforced von Brinkley, doch niemand hat ihn aufgehoben. Und Jay Feely mit seinen 4 Field Goals und keine Touchdowns in dem Spiel. Also es gab nur Field Goals in dem Spiel. Ist schon ein bisschen erstaunlich, aber wir haben gewonnen und das ist alles, was zählt, finde ich. Punt Return sehen wir auch noch, nichts Überragendes. Mike Thomas hat wirklich gut beim Kick Return gespielt. Und hier sehen wir den Schedule der Arizona Cardinals oder unseren Schedule. Wir müssen nämlich als nächstes gegen die Colts,
dann gegen die Eagles, gegen die Rams und Titans, das sind vermeintlich leichtere Spiele, doch wir hören auf in der Saison mit den Seahawks, also bei den Seahawks und gegen die 49ers und da entscheidet sich, wer ja die erste Runde aussetzen kann in den Playoffs, wer eine Bye Week bekommt. Und auf jeden Fall bin ich gespannt auf diese letzten Wochen der Regular Season und dann hoffentlich auch auf die Wochen, die wir in den Playoffs spielen. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Und ich sag bis dahin ciao und wir sehen uns.